Warum? Ich bin Marco für reisenachatlantis.de und heute reden wir über die wichtigste Frage in der Philosophie. Warum? Warum ist eine Frage, die mein bester Freund mir oft stellt oder beziehungsweise oft gestellt hat. Jetzt muss er diese Frage nicht so oft stellen, aber ich habe ihn oftmals von Dingen erzählt, die ich für selbstverständlich hielt. Ja, ich sage irgendetwas, irgendeine These, irgendeine Überzeugung und er sagt zu mir, warum? Und ich musste dann immer stoppen und dachte mir so, ja, stimmt eigentlich, warum? Warum ist das so? Und ich denke, wir haben viele Überzeugungen, von denen wir total überzeugt sind, dass die offensichtlich sind, dass die vollkommen klar ist. Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was die Begründung ist. Wir kennen die Gründe gar nicht und oftmals gibt es auch gar keine Gründe, sondern es ist gar nicht wahr, sondern es ist etwas nur, was wir von anderen gehört haben und jetzt einfach wiederholen. Und das wollen wir natürlich nicht haben, gerade wenn wir Philosophen sind, auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach der Weisheit, dann möchten wir natürlich, dass alle unsere Überzeugungen, alle Thesen, die wir aufstellen, auch der Wahrheit entsprechen. Beziehungsweise wir wollen alles untersuchen und nichts einfach als offensichtlich und gegeben hinstellen. Deswegen ist diese Frage so ungemein wichtig und das zeigt auch eine gewisse Neugier. Denn nur wer warum fragt, hat wirklich eine Neugier und ein Interesse an der Wahrheit. Und ich denke, es sollte, es ist eigentlich immer angebracht oder es ist nie unangebracht, diese Frage zu stellen. Ja? Es ist eine ganz berechtigte Frage, zu fragen, warum. Und sei es bei noch so offensichtlich scheinenden Fragen, denn man könnte sich theoretisch auch irren. Natürlich wollen wir jetzt nicht Skeptiker sein, die alles anzweifeln, sodass wir gar nicht mehr leben können, weil wir nur noch dastehen und denken, es kann ja alles eine Illusion sein, es kann ja alles falsch sein und dann können wir gar nicht leben. Aber wir wollen schon alle wichtigen Fragen zumindest durchdenken. Gut durchdenken. Und mein Appell an euch ist, wenn ihr auch generell so alle Überzeugungen, die ihr so habt, achtet mal im Alltag darauf, wie viele Dinge ihr sagt oder welche Gedanken euch durch den Kopf gehen. Achtet mal darauf oder versucht euch mal zu fragen, warum? Ja, versucht mal diese Überzeugungen zu hinterfragen. Und oft geht das nicht so gut alleine, oft braucht man da einen Partner. Und dieser YouTube-Kanal ist auch dazu gedacht, um euch so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, eure eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Ich will sozusagen für euch ein bisschen derjenige sein, der warum fragt, indem ich zum Beispiel auch konträre Meinungen einfach von mir gebe und dann schaue, wie ihr so darauf reagiert. Genau, und das ist wie gesagt das A und O in der Philosophie. Fragt warum, auch bei euren eigenen Überzeugungen, denn nur wenn ihr sie auch gut begründen könnt, eure Überzeugungen, dann könnt ihr auch mit Sicherheit von diesen Überzeugungen sprechen. Und dann, dann bekommt ihr halt diese Sicherheit auch in eurem Leben und könnt auch standhafter sein und könnt mehr Integrität haben, könnt mehr hinter euren Werten stehen, weil ihr wisst,
dass dieses Gedankengebäude nicht auf Sand gebaut ist, sondern eine gute Basis hat. Aber diese gute Basis könnt ihr euch nur schaffen, wenn ihr auch die Dinge hinterfragt, von denen ihr selbst überzeugt seid. Das war die philosophische Botschaft für heute und wir sehen uns morgen. Tschüss.